Hallo meine Lieben und ganz herzlich willkommen zurück oder neu auf meinem Kanal. Für diejenigen unter euch, die mich nicht kennen, mein Name ist Katrin. Und wenn ihr euch fragt, was ich hier treibe, naja, von Unboxings meiner Boxen, die ich im Abo habe, hier und da, mal einen größeren oder einen kleineren Haul oder so eine klitzekleine Eskalation, halt alles so rund um Make-up und Pflege, wo ich halt Spaß habe und wo ich immer hoffe, dass ihr mit mir dran Spaß habt. Und heute hoffe ich, dass ihr dran Spaß habt, in eine kleine Eskalation zu schauen, denn ja, ich war bei TK Maxx. Der versprochene TK Maxx Haul Teil 2 ist angesagt und der steht so ein bisschen aus und TK Maxx Haul Teil 3 steht auch noch aus, aber naja, Teil 2 habe ich hier mal in den Tüten und vielleicht kann der ein oder andere sich auch an ein Badebomben-Video erinnern, denn das ist ab diesem Tag entstanden. Und ja, TK Maxx wollte zwar nicht so, also der wollte uns einfach nicht eskalieren lassen, weil da gar nicht so viele Sachen waren. Natürlich ist das ein oder andere dennoch mitgewandert. TK Maxx findet man immer was. Und wenn es Masken sind, wohlgemerkt. Und ja, ein paar Sachen sind auch von der lieben Ginny. Also Ginny, das Blatt. Denn auch die Süße ist öfter mal bei TK Maxx unterwegs. Und wir haben auch so eine kleine, über WhatsApp, so eine kleine Gruppe. Und dann schickt sie irgendwelche Fotos und wir schreien alle, ja, haben wollen. Und dann kauft sie fleißig mit ein. Und wenn wir uns dann sehen, bringt sie das vorbei. Und das war auch hier der Fall gewesen. Das habe ich jetzt alles mal zusammengeworfen und in eine Tüte gepackt. Und es war echt so ein lustiger Tag mit den Mädels. Wir haben herzlich gelacht und haben so ein bisschen die Stadt unsicher gemacht. Wir kleinen Quasselnasen dann auch, ne? So zwischen Regal und Regal erstmal eine Stunde über irgendwas philosophiert und gequatscht. Also es hat richtig Spaß gemacht. Und wir haben ja auch diese coolen Tüten, Glück in Tüten auch erobert gehabt. Da sind wir auch hingesteuert und die machen ja auch immer richtig Fun. Da habe ich euch aber diesmal kein Video zugemacht. Und ja, TK Maxx Haul, Leute, auch hier, ich verquassel mich mal wieder, aber ihr wollt bestimmt wissen, was da alles so mitgekommen ist. Und deswegen hole ich mal die kleine Tüte und wir fangen an. So, ich versuche das hier immer noch auf die Kette zu kriegen, denn wie gesagt, an dem Tag, TK Maxx wollte uns nicht eskalieren lassen. Na, hätten wir richtig gesucht, wahrscheinlich schon. Aber eine Sache ist mitgekommen und die geht auf die Kappe der lieben Antje. Und das ist nämlich hier von Mermaid & Me ein Power Papaya, eine Clay Mask, also eine Haarmaske. Und die ist auch für die Kopfhaut und für starke Haare. Die hatten da ganz viele Sachen auch reduziert. Kostet ja normal, hier steht es immer so schön drauf, 34,99 €. Kam für 12,99 € mit und Antje war ja mit dabei, meine kleine Beraterin, was das anging. Und hat gesagt, die schwört da wirklich drauf, die Sachen sollen richtig gut sein. Haarmaske an sich habe ich davon noch nicht ausprobiert, bin ich aber super neugierig drauf gewesen und ich fand für diese 12,99 € das auch mal echt ein Schnäppchen und Papaya riecht bestimmt auch mega lecker und seht ihr, sogar Mermaid in Me gibt es einfach bei TK Maxx, da findet man echt so krasses Zeug. Also einmal die mitgekommen, dann muss ich euch einen Teil zeigen, das ist auch, Antje hat sich das auch gekauft, so cool. Wir haben einfach von Anastasia Beverly Hills was gefunden. Und erst dachte ich, nee, ist zu dunkel. Das ist nämlich ein Bronzer. Aber der hat so einen schönen Schimmer. Und es ist Anastasia Beverly Hills. Und das Packaging. Und ne, statt 34,95 € einfach nur 16,99 €. Im ersten Moment dachte ich echt so, die Farbe geht gar nicht. Aber der ist richtig hübsch, oder? Also den konnte man doch nicht liegen lassen. Und wenn man da schon mal Make-up findet, was nicht angekrabbelt ist und gerade so hochwertiges, muss das natürlich mit. Und Bronzer von Anastasia Beverly Hills, nein, der konnte nicht zurückbleiben. Die hatten eigentlich auch einen Matten davon und haben, glaube ich, im Moment auch von Anastasia Beverly Hills wieder Sachen bei TK Maxx und ich meine Paletten. Da sind wir noch ein bisschen auf der Suche danach. Wir warten irgendwann in der
der Gruppe wird schon einer schreien, hier, ich hab, und dann schreien alle, ja, will. Und auf jeden Fall der Eimer mit. Dann habe ich was gefunden, das fand ich auch sehr, sehr spannend. Das ist hier so ein von Farmskin und das ist ja Korean Beauty. Und da findet auch ihr auch richtig coole Sachen bei TK Maxx, so diese Korean Beauty Sachen. Das ist hier so ein Face Mist mit Aloe Vera Saft und Extrakt und ist auch so hübsch gemacht, ne? Ich weiß gar nicht, da ist jetzt kein Preischen mehr dran, aber ich meine, das war auch nicht so teuer und auf jeden Fall ein Produkt, was mit musste. Gerade so Korean Beauty bin ich ja auch immer mega hyped drauf und das natürlich ein cooles Teil, was glaube ich bei hier Körpersachen und so stand. Also gar nicht bei Skincare, sondern bei Körpersachen, ist aber fürs Gesicht gedacht und hat dann einer falsch weggeräumt, ne? Also sich angeguckt und vielleicht da falsch abgestellt. Das sind die Momente, wo ich immer sage, also das ist ja immer so eine kleine Schatzsuche und da freut man sich, wenn jemand was nicht an seinen Platz gestellt hat, weil da sind die wahren Schätze zu finden. Dann habe ich hier ein richtig cooles Teil, wie ich finde. Das interessiert euch vielleicht auch. Statt 7,99 auf jeden Fall 2,99 und das ist von Guilla. Und das sind zwei, ich hole mal eins raus, so Stofftücher. Und die sollen richtig, richtig cool sein. Die nehmt ihr euch und sollt ihr halt mit warmem Wasser befeuchten, auf euer Gesicht auflegen. Und entweder macht ihr danach eure ganz normale Pflege oder ihr legt nochmal eine Gesichtsmaske auf und macht dieses Tuch danach nochmal drauf. Der Sinn dahinter ist halt, dass durch die Wärme, ne, klar, wie wenn ihr ein warmes Tuch da drauf legt, das könnt ihr natürlich auch tun, eure Poren geöffnet werden und dann die Produkte besser in eure Haut einziehen. Und ihr könnt halt einfach da eine Gesichtsmaske drauf machen, nochmal das Tuch drauf und dann ziehen auch die Produkte der Gesichtsmaske nochmal richtig in eure Haut ein. Wollte ich unbedingt austesten und war so ein Teil, das hing auch einfach da rum. Fand ich super faszinierend. Die Mädels haben sich, meine ich, auch noch geschnappt. Und ja, das war einmal das hier. Sind auch zwei Tücher drin. Ich meine, für 2,99 kann man das auch passend kaufen. Wie gesagt, man könnte jetzt auch ganz normalen Tuch verwenden. Ich fand das aber cool, weil es halt auch diese Ausschnitte hat, für dann nochmal auf eine Tuchmaske drauf zu machen. Und wenn wir dann gerade bei Tuchmasken sind, sind dann noch vier Päckchen Tuchmasken mitgewandert. Aber wir haben auch ein bisschen aufgeteilt und abgegeben. Und ja, da hatten sie nämlich auch hier, das ist von Apio, meine ich, heißt die Marke, einmal diese hier. Und das sind, ich meine, 10er Packs, 10 Stück, genau. Einmal Brightening, das sieht schon, ja, ich kleine Verfressene wieder, ne? Aber sieht schon so lecker aus und die habe ich auch schon bei YesStyle und Stylevana entdeckt gehabt und ich glaube, Cosmetic for Less hat auch diese Masken und die sollen richtig gut sein, ne? Ginny's Beauty Eskalation war ja mit dabei, hier unsere Skincare-Experte, die einfach nichts shoppen darf, weil sie alles von uns in die Hände gedrückt kriegt und dann, les mal bitte, und dann dieses obligatorische, nein, das darfst du nicht. Entweder weil sie es für einen schon gekauft hat oder weil Scheißdreck drin ist. Und die hat sie auf jeden Fall durchgewunken. Einmal hier in leckere Erdbeermilch. Bin ich sehr gespannt drauf. Habe ich noch nicht gemacht. 10 Stück sind drin. Und das Ganze gab es dann halt auch einmal in nur Milch. Keine Ahnung. Die sollen hydratisierend dann halt sein. Einmal diese auch mit diesem Milchpäckchen da drauf. Richtig cute, ne? Und dann ganz klar, ne, hier unsere Schneckchen. Denn die liebe Irene war ja auch mit am Start und die war sofort Schnecken. Und hat sich auch, glaube ich, so ein Päckchen geschnappt. Oder haben wir ihr nur abgegeben? Ich weiß es nicht mehr genau. Auf jeden Fall waren das hier diese von The Honeyful. Ne? Also da sind wir, ne? Da war ich dann wieder hier am Start. Oh, Nick! Und Ginny approved, auch abgesegnet worden. Nourishing und Elastizität soll das Ganze geben. Von Skin 79, so heißt das Ganze, ne? 8,99, ich meine, hier sind nur 8, ne, sind auch 10 Stück drin.
Und das Packaging ist halt auch mega cute, ne? Mit dieser kleinen Biene und der Schnecke, mit dem Honigtöpfchen hier. Also ich meine, bis auf die 1 Million Masken, kommt noch Leute, ging der Haul doch eigentlich klar. So, jetzt habe ich euch ja erzählt, ne? Die liebe kleine Ginny. Wie hat sie so schön gesagt? Der Einkaufsknabe. Und ja, so ein bisschen ab und zu, ne? Aber die süße Maus hat halt auch so ein bisschen was organisiert, ne? Und das Schöne ist immer, wenn sie denkt, irgendwas ist trotzdem etwas, irgendwas muss Katrin haben, dann wird halt erstmal gekauft, ne? Und dann gar keine Antwort abgewartet und dann hat man noch ein Teilchen mehr. Aber eigentlich ist es grundsätzlich, dass ich schreie, ja, ja, ich wollte das. Von daher sehr gut gemacht. Einmal hat sie nämlich hier von Esfolio, ich liebe ja diese Esfolio-Masken, ein Pack mitgebracht. Und das sind die Black Pearl-Masken. Auch so Hydrogel-Masken, so zweigeteilte. Und richtig cool. Und da gab es, glaube ich, auch noch Gold und noch irgendwas anderes. Da habe ich mich aber hier, ne, also ich habe mal nicht bei allem hier gestehen, aber für die mit schwarzen Perlen entschieden, fand ich irgendwie richtig spannend. Und einmal die hier. Also mit Masken bin ich echt, ich bin gut versorgt mit Masken. Und ja, das nächste ist halt hier Wassermelone. Auch so ein Teil, ne? Ging auch nichts dran vorbei. Von Oasis 7 und für 8,99. Ich glaube, die Esfolio waren übrigens 9,99. Natürlich koreanische Masken, ich liebe sie. Die sind immer gut und deswegen, wenn man dann an diese 10er-Packs bei TK Maxx da rankommt, sind richtige Schnapper. Und die soll halt hydratisieren und die Haut schön soft machen und ja, weich machen. Und dazu noch halt Wassermelone. Und ja, da war es dann halt um uns geschehen. Da ist einmal die ganze Mädelsbande schwach geworden und hat sich auch so ein Päckchen mitgenommen. Also die Mädelsbande ist hier Julianchen, ne? Meine süße Kleine, ganz liebe Grüße an dieser Stelle. Und Julianchen muss natürlich auch immer irgendwie mit dabei sein. Und sie wohnt halt leider ein bisschen weit weg. Und ja, deswegen ist ihr das nicht so möglich, dann auch bei diesen kleinen Trips dabei zu sein. Aber sie kriegt dann halt mal hier und ein Foto geschickt und sowas eingeladen, was sie dann auch gerne haben möchte. Ist immer irgendwie so, eigentlich müssen wir immer so ein Live-Shopping, ne? So Handy an und hier so Video und Telefonie und so. Meistens wird dann alles irgendwo ausgebreitet, ein Foto gemacht, was willst du auch haben? Und dann zack, rüber. Was auf jeden Fall mit musste, das hat Ginny mir dann auch nochmal organisiert, waren hier diese Gesichtsmasken, die kleinen Schweinchen, von Esfolio. 7,99 €, das ist ein echter Schnapper. Selbst wenn die bei YesStyle oder Stylevana im Angebot sind, kosten die meist 14 € noch irgendwas. Deswegen für 7,99 € richtig cool. Manchmal sind sie auch für 9,99 €, ne? Aber wenn ihr die seht, mitnehmen, ohne drüber nachzudenken. Das sind echt so gute Masken. Und welche ich noch nicht getestet habe, ja, sie sind hier, ne? Schon offen. Ich habe sie noch nicht getestet, aber es sind Schneckchen drauf. Ihr könnt euch denken, wer das Schneckchen bekommen hat. Und die sind auch von Esfolio, 7,99 € auch, und hat Ginny auch organisiert. Und die sind ja einfach auch so putzig von der Gestaltung her. Sind also auch immer richtig tolle Geschenke, um die dann halt mal weiterzugeben. Und dann gab es noch einmal hier die Perlchen. Die mag ich. Ich mag Perlenmasken auch. Irgendwie sind die so ein bisschen reinigend, meine ich auch. Und machen die Haut immer so ein bisschen, ne, schöner, strahlender. Und ja, das sind dann einmal die mit der kleinen, wundervollen Meerjungfrau hier drauf. Und mit Perlenextrakt. Und das war dann einmal alles zu den Masken. Ich hebe die Hände. Ich bin unschuldig. Es kommt sonst nichts mehr an Tuchmasken. Aber eine Maske, und die hat Ginny einfach mal für mich eingeladen. Und fand ich auch voll lieb von ihr. Und das ist einmal hier diese eine Manuka-Honigmaske von Organic Botanic Australien. Also eine australische Face-Maske mit Honig, 200 Gramm. Also da kann ich schön drauf schmieren. Und einmal diese hier.
ich weiß gar nicht, 5,99 auf jeden Fall hat sie gekostet. Auch richtig cool. Und die hält sich auch ein bisschen. Von daher, wir sind ja dann auch immer so, ne, man hat ja so ein bisschen was zu Hause und die Mädels stehen mir in keinsterlei Weise hinten an, was das angeht. Deswegen achtet man natürlich auch immer ein bisschen auf das MHD, damit nichts schlecht wird. Und solange die gut verschlossen ist, ist die auch noch haltbar. Und ja, einmal dies mitgenommen, ist halt Honig, ne? Dann sind noch drei Sachen hier und das hat Ginny auch nochmal nachgekauft. Da hatte ich euch auch ein Video dazu gemacht. Das war ja auch aus einem Haul, wo ich mit Ginny unterwegs war. Ist hier von Aromatherapie nämlich etwas. Und zwar Anti-Aging. Eine Augenserum und das kann auch als Maske verwendet werden. Und das hat richtig tolle, gute Inhaltsstoffe, kommt einmal so daher. Und ich mag sowas. Ich mag diese, ja, Augenmasken, die ihr euch macht, wo ihr ein bisschen dicker drauf macht einfach und eure Haut so ein bisschen hydratisiert. Ich mag ja auch Augenpads super gerne. Und das hier ist halt auch sowas, nur aus der Tube und deswegen ein richtig cooles Teil. Wenn ihr das seht, mitnehmen ist toll und statt 42 Euro dann halt mal für 9,99 Euro und ist hier ohne Sulfat, ohne Parabene, ohne, ach, was weiß ich, ich vergesse es immer, aber ohne dieses ganze Krimskrams-Zeug. Und dann gab es hier halt auch noch das Ganze fürs Gesicht und könnt ihr halt auch als Serum oder als Maske verwenden. Und das ist auch 9,99 statt 56 Euro. Sieht auch einmal so aus und richtig cooles Zeug. Deswegen gerne mehr davon in diesen kleinen Packungsbeilagen auch. Auch von AromaWorks, eine tolle Marke. Den Toner habe ich auch schon einmal durch, der war auch richtig gut. Also tolle Geschichte hier. Und dann hat Ginny natürlich, das musste sie mir mitbringen, und zwar von M-Asam. Da war es hier auch. Guck mal hier, Katrin, jetzt kann ich dir eins mitbringen. Da mussten wir ja so lachen bei dem Haul, den wir auch gemeinsam gemacht hatten. Also noch eins vor diesem Haul, wo sie die ganzen Asam-Sachen entdeckt hatte und so in ihren Wagen gebunkert hatte, damit ich das nicht mitbekomme. Da war sie nämlich auch auf diesem, ich brauche mehr Körpercreme davon, weil sie die Sachen auch einfach gerne mag. Und das hier ist echt ein Teil, oh, das habe ich so lange schon im Auge gehabt. Und das gab es bei Asama als Limited Edition, ist eine Körperbutter, 500 Milliliter, war dann hier für 12,99 statt für 24,75. Und ja, auch Asam könnt ihr, auch Peeling könnt ihr bei TK Maxx finden. Also immer mal ein bisschen Ausschau halten und euch nicht von der Ginny ablenken lassen, während sie das ganze Asam bei sich reinbunkert. Und das hier ist auf jeden Fall so ein Teil, oh, das hatte ich auch schon so oft mal in meinem Warenkorb gehabt und dann nie gekauft und plötzlich war es weg und ich war traurig. Und das jetzt bei TK Maxx natürlich mega. Ich meine, das riecht auch nach Vanille. Ja, oh nee, nach Mandel, genau. Irgendwie nach extravaganten Duft. Naja, keine Ahnung. Es soll auf jeden Fall, meine ich, nach Mandel und Vanille und Kakao riechen. Irgend sowas. Also, ich bin mir nicht sicher. Aber sowas meine ich, habe ich im Kopf. Ich versuche es gerade zu finden, aber es steht nur extravaganter Duft drauf. Auf jeden Fall natürlich genau mein Duft und Körperbutter mag ich ja auch super, super gerne. Man riecht wie immer nichts raus, weil die Dinger sind halt richtig gut verschlossen. Ein wunderschönes Packaging auch, ne? Ich muss mal hier dieses Ding da abfriemeln, das zerstört doch die ganze Optik, aber ein richtig cooles Teil und echt, da freue ich mich auch riesig drüber. Und das war es schon zu diesem, naja, TK Maxx Haul Teil 2 mit Ginny als Einkaufsklaven Haul. Und ich weiß, ganz viele von euch, ihr schreibt mir ja immer auch unter die TK Maxx Hauls von mir, oh, bei uns gibt es sowas gar nicht und bei uns gibt es gar nicht solche Masken und tralala. Und auch bei mir ist kein TK Maxx um die Ecke und ich war dann immer so
anderthalb Stunden in alle Richtungen, aber wir haben eigentlich eine Sache immer und das sind coole Masken. Und ich kaufe ja auch immer so ein bisschen Masken, weil ich sage, so eine Maske zu verschenken ist einfach schön. Es ist einfach so ein bisschen, hey, gönn dir und lehn dich zurück und genieß einfach ein bisschen die Zeit, wo du dann relaxen kannst und auch für zwischendurch einfach mal. Und ich dachte, auch dieses zwischendurch einfach mal und genießt und entspannt, kann ich vielleicht ein bisschen euch eine kleine Freude machen und habe euch deswegen hier ganz fleißig aus jedem Päckchen mal eine Maske rausgeholt, um euch die zu verlosen. Und wir haben halt, wie gesagt, dann diese Perlenmaske und diese Milchmasken und Esfolio-Masken und natürlich die kleine Steinchenmaske dabei, Wassermelone. Und dann könnt ihr einfach mit mir genießen und testen und es euch vor allen Dingen gut gehen lassen. Und ja, das gibt es dann einmal in diesem kleinen Haul zu gewinnen. Und ich hoffe, euch damit eine kleine Aufmerksamkeit zu machen und eine kleine Freude zu machen. Und Hashtag schreibe ich euch natürlich alles unten in die Infobox. Aber ich glaube, Maskenparty passt ganz gut. Und ja, vielleicht wandert noch eine andere Kleinigkeit mit dazu. Auch für diejenigen, die kein TK Maxx haben und nicht die Möglichkeit haben, an diese Masken zu kommen, ist das, glaube ich, eine ganz coole Gelegenheit. Ich hoffe, euch Süßen hat das Video gefallen und ihr habt einen wunderschönen Tag, Abend, Nacht, Morgen oder Mittag, je nachdem, wann ihr das Video seht. Ich hoffe natürlich, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder und bis dahin macht's gut. Tschüssi!